Die Sonne ist möglicherweise Coronas größter Konkurrent und das Ganze aus Mexiko. Welches Bier das ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Supermarkt Samstag, dem Tag der Woche, wo es tatsächlich ausschließlich darum geht, dass das Bier in einem Supermarkt gekauft wurde bzw. zu kaufen ist. Und im heutigen Fall geht es um das Soul. Und ich habe das tatsächlich aus der Kalea Beer Tasting Club Box bekommen, aber ich bin schon im Supermarkt mehrmals dran vorbeigeschlapft und habe es nicht mitgenommen. Und jetzt bin ich überrascht worden und ich glaube, es ist ein würdiger Kandidat, heute auch mal wieder die Gattung der vermutlich eher etwas geschmacksärmeren Supermarktbiere zu vertreten. Und warum komme ich da drauf? Ich lese mal die Zutaten vor. Es ist Wasser, Gerstenmalz, Glukosesirup und Hopfenextrakt drin. Was fällt uns auf? Es ist nicht mal normaler Hopfen erwähnt. Also es ist offensichtlich ausschließlich mit Hopfenextrakt gearbeitet worden. Glukosesirup macht mich jetzt auch nicht so richtig glücklich. Es ist gebraut worden von der Montezuma Brewing Company in den Niederlanden unter Supervision der Cerveceria Montezuma in Monterrey, Mexiko. Das Ganze steht unter dem Deckmantel des Heineken-Konzerns und in Österreich wird das in Wieselburg gebraut. Insofern wundert es mich fast gerade ein bisschen, dass das hier offensichtlich aus den Niederlanden kommt. Das Bier hat eine Tradition von 1899. Das ist, glaube ich, im ähnlichen Kontext wie das Corona zu sehen. Und ist noch irgendwas Wichtiges zu erwähnen? Nein, ich glaube nicht. 4,5 Volumenprozent Alkohol habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und damit schauen wir uns jetzt einfach mal an, was da zum Vorschein kommt. Eine Soul gebrandete Bottle Cap. Es ist kein Mais drin. Das ist ja schon mal, muss ich sagen, das Positive an dieser Stelle. Und stilistisch natürlich Pale Lager internationaler Brauart. Das kann ich hier auch mit einem hohen Schwung einschenken, ohne dass hier gravierend was passiert. Außer, dass sich ein schöner weißer Schaum oben bildet. Es hat eine blass hellgelb-goldene Farbe. Wir haben, ja, es sind über drei Finger breit hier oben drauf. Schöne intensive Kohlensäure, natürlich klar gefiltert. Optisch, schaut mal auch, kompakt oben. Also es gibt tatsächlich optisch hier nicht allzu viel zu meckern. Ich befürchte, das fängt im Aroma an. Ich kenne es übrigens auch noch nicht. Oh. Ja, und hier begrüßen wir ganz herzlich den Glukosesirup auf der Bühne. Meine Fresse. Also das ist wirklich so eine süßliche, ja, Glukosesirup-Nase. Das ist auch tatsächlich sowas, ich glaube, wenn man es nicht mal gelesen hat, das ist so intensiv, dass kriegt man gar nicht übersehen oder überrochen. In diesem Sinne, cheers. Die erste Überraschung ist jetzt, das hat so eine intensive Glukosesirup-Nase. Es schmeckt aber nicht so süßlich. Das ist ja fast eigentlich überraschend, wie man das jetzt hinkriegt. Es hat so ein helles Malz, leicht süßlich natürlich, aber hat auch so eine leicht fruchtige Note. Es hat wenig Hopfenbittere. Es ist eigentlich eher, es ist nichtssagender als erwartet. Es ist für ein Bier jetzt irgendwie kein so ein tolles Kompliment, aber es hat immer ein bisschen helles Malz dabei. Es ist natürlich dieses typische Bier, 36 Grad Sonne und rein damit, dann ist 4,5 Volumenprozent eh schon relativ viel. Dann hat es, wie gesagt, diese, ja, eher dezente Süße. Ein bisschen getreidig. Es wirkt lustigerweise trotz dieser Süße auch ein bisschen trocken. Ich weiß, das passt nicht so ganz zusammen, aber
Es hat so einen leichten, trockenen Nachgeschmack. Es ist total schlank im Körper. Es hat eine sehr feine, spritzige Kohlensäure. Es ist. Ja, man kann von süffig gar nicht sprechen. Es verwässert jetzt tatsächlich ein bisschen und hat dann eher auch einen unbedeutenden Nachtrunk hinten, der eher kurz bis wenig vorhanden ist. Es ist tatsächlich wieder so eins von diesen Bieren, wo ich sage, das ist so beim einen sage ich mal Wasser mit Hopfengeschmack, das ist jetzt eher so Wasser mit so ein bisschen Malzgeschmack. Es kommt tatsächlich gar nichts so richtig Bieriges auf. Und das ist ja schon mal irgendwo das, ja, wo einem das, wo es einem so ein bisschen nachdenklich werden sollte. Es ist natürlich auch eins der Biere, wo man sehr unfallfrei oben diese Limette reingeben kann. Und ich glaube, man braucht das auch, damit in dieses ganze Gefüge dann halt irgendwie ein bisschen Geschmack reinkommt. Ich kann nicht umhin. Für das Soul von Montezumas Rache von ProbierTV gibt es dafür einen Punkt. Für das Soul aus den Niederlanden von dem Heineken-Konzern. Es ist tatsächlich ein Bier, wo ich sage, man muss sich fast überlegen, ob das nicht auch noch zu viel ist. Ich finde es persönlich ein. Es ist kein schlechtes Bier, weil ich finde, schmeckt einfach unheimlich wenig nach Bier. Und damit, ja, ich lasse es mal bei dem einen Punkt. Das ist, glaube ich, ein Bier, über das wir trefflich diskutieren könnten. Lasst es uns tun: YouTube, Facebook, Blog, Instagram, wo immer ihr wollt. Für mich ist das definitiv nichts. Wenn es euer Lieblingsbier im Sommer ist, dann lasst es mich wissen. Oder vielleicht habt ihr andere Erlebnisse mit dem Soul, die euch möglicherweise das Grinsen in die Augen treiben. Es kommt übrigens Brewed with Solar Energy, das wollte ich noch erwähnen. Der Heineken-Konzern grundsätzlich setzt ein bisschen auf Photovoltaik und Solarenergie. Wenn man allerdings weiß, um die Wirkungsgrade von solchen Solaranlagen und auch den Energiebedarf von Brauprozessen, dann ist das möglicherweise ein Feigenblatt und jetzt nicht unbedingt die Zukunft für den Brauprozess. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.